So, ahoi Leute. So, wer mich noch nicht sieht, so. Da sind wir wieder. So, da sind wir wieder, genau. Wir quatschen jetzt einfach mal, als wäre nichts gewesen, Leute. Also das Internet heute ist eine Katastrophe. Es tut mir sehr leid. Ah, Reh, hallo. Dankeschön für deine Info. Dann sind wir ja wieder da. So, wir haben, damit ihr jetzt überhaupt irgendwie mitbekommt, was wir gemacht haben, wir haben jetzt diese wunderbaren Hähnchenbrustfilets, jeweils 2 Minuten von jeder Seite angebraten. Und die kommen jetzt auf ein Backpapier. Das werde ich euch gleich zeigen. Backpapier, sagt man das so? Auf ein... Ja. Wie nennt man das? Backblech. Backpapier. Backblech, ne? Ach, Backblech. Ja, Backpapier, Backblech. Ja, wie du... ja, genau. So, ich zeige euch das mal. Das sieht dann so aus. So, mit den Bacon-Scheiben. Und dann, wenn wir das erledigt haben, also das kommt dann jetzt in den Backofen. Da muss ich jetzt aber noch kurz warten, bis er vorgeheizt ist. Und dann wird das dort 16 Minuten backen. So, die Pfanne brauchen wir nochmal. Das heißt, die lassen wir jetzt einfach mal hier stehen. Das ist sehr gut. Dann achte ich mal. Sag mal, Sona, du hast, siehst du den Backofen? Also man sieht so die, oben die Knopfzeile quasi und den Griff. Also das rote Licht siehst du, ja? Nimm mal die Hand weg. Ja. Sag mir mal, wann das ausgeht, falls ich das nicht sehe, damit wir hier nicht zu viel Zeit verklimpern. Für den Fall, dass ich das nicht sehe. So, 2 große Töpfe mit ausreichend heißem Wasser füllen und aufkochen lassen. So, diese beiden besagten Töpfe haben wir hier. So, heißes Wasser haben wir auch schon am Start. Wird aber ein bisschen wenig sein, schätze ich jetzt mal. Oh, ja genau, dann kommt das in die heiße Pfanne hier. Sehr gut. Hallo Susanne. So. Hallo Susanne, ich grüße dich. Susanne, alles gut bei euch? So, wir machen nochmal eine 2. Ladung Wasserkocher. Das wird nämlich ein bisschen wenig sein. So, und dann geht das nämlich auch schon weiter. So. Der Backofen ist fertig, alles klar. Dann. Habe ich Bescheid gesagt, hast du genau gehört. Ja, alles gut. Geht nur darum, dass wir das jetzt nicht ganz vergessen, weißt du? Zack. Ja, bei uns ist alles gut, aber ich habe ganz schrecklichen Hunger, weil der Duft kommt jetzt langsam hier hoch. Und das ist ein bisschen gemein. Das glaube ich. Alexa? Backofen-Timer für 16 Minuten. Puh, er kommt ganz schön in Schwitzen. Warum das denn? Also noch, also es sieht doch ja, entspannt aus. Ja, hier ist viel los. Hier ist viel los. Also das ist tatsächlich jetzt nicht ganz so wenig. Dann soll ich das Ganze wahrscheinlich nochmal salzen. Genau, dann salzen wir das mal. Oh, seine du hast schon Stirn glänzt. Das stimmt doch überhaupt nicht. Skippy, hör auf. Was? Du kriegst einen Timeout. Das Stirn glänzt doch gar nicht. Das würde man nicht mal sehen, wenn sie glänzt. Ja, ich wollte gerade sagen. So, also ein bisschen Salz. Hier ein bisschen Salz. Nein, das sieht man nicht, Skippy. Ach. Oder Skippy guckt dich extra mal auf einer... Schwachsinn da. Skippy guckt dich extra auf einer Leinwand mit so einem Beamer. Ja, ja, natürlich. Das ist immer sein Heile, sein Wochenhighlight ist das immer. Ja. Vom Salzwasserdampf. Vom Salzwasserdampf, genau. das wissen wir, dass es nur Spaß macht. Das ist bestimmt dafür gesund. Ist die Nummer hier da. Das ist einfach nur Spaß. Das stimmt. Ich glaube, keiner hat hier ernsthaft irgendwie der Meinung, dass ich hier den ernsten Anspruch habe. Also, außer natürlich Sona glücklich zu machen mit leckerem Essen. Das ist das natürlich ist das sehr Allerwichtigste. Löblich. Das ist ja, sehr löblich. Das ist das Allerwichtigste. Allerwichtigste. Wenn du Luft hast zwischendurch, weil die Susanne jetzt ja da ist, weißt du genau, was zu tun ist, ne? Susanne, sollen wir mal der Maya Hallo sagen? Aber da muss Susanne auch sagen, ja. So, dann, jetzt bin ich mal kurz mal hier ein bisschen Lust. So abgelenkt. So, ziehen lassen. So, wofür ist denn der 2. Topf? Susanne schreibt ja. Oh, ja, dann, go. Wo haben wir die denn? Das sind die hier, ne? Zeig mal.
Achso, nee, diese kleine Tüte, da steht sie voll drauf, aber ist egal. Wo habe ich die denn? Die hab ich doch gerade noch. Ah, da, ich sehe sie. Ich sehe auch vom Dings. Achso, hast du weggetan, okay. Ja, ich sehe sie. So. Ich versuche das jetzt mal perspektivisch ein bisschen besser zu machen. Ja. Komm mal her, Maya. Komm mal her. Leckerchen. Komm her, Leckerchen. Komm her. Ja, komm her. Du musst schon herkommen. So. Komm auch. Komm mal hier. Hopp. Komm. Die hat gerade gepennt. Ich glaube, dafür ist sie jetzt ein bisschen zu müde. Komm auch. Komm auch. Na komm. Ja, was sie. Nee, jetzt riecht sie. Ja, sie riecht leider auch den Bacon. Das ist das Problem. Das ist das. Oh. Jetzt hat sie sich da hingesetzt. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Komm her. Komm. So und hier hoch. Komm. Komm hier hoch. Komm hier hoch. Nee. Nach dem Schlafen ist das so anstrengend. Dann nehmen wir mal die Kamera. Nam, 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 nam. So. Dann müssen wir das gleich nochmal ein bisschen geschickter machen, glaube ich. Ja. So. Nicht komm weg. Mal her, Maya. Sind die Leckerschmecker? Ja, sind die Leckerschmecker? Dann hopp! 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 Ja, hopp. Jetzt sieht's gut aus. Ja, 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 oh. Was? Maya, mehr! Bisschen mehr, Maya. Komm her. Komm ab. Komm ab. Komm hier. Hopp, hopp, hopp. Jetzt bellt sie. Jetzt bellt sie. Ja, dann reicht auch. Also, hallo. Dann leg dich mal wieder schlafen, du Tröte. Das ist so auch gemein, ne? Wenn ich dich ja beim Schlafen, wenn ich dich hier störe, ne? Also, ja gut, aber dafür gibt's dann ja auch Snacks, ne? Und es ist ja nicht so, als würde sie uns unseren Schlaf manchmal auch nicht gönnen. Das ist wahr. Oh, Leute, ich sag euch, die weckt euch, aber eiskalt. Hockt die dann da und beißt euch einfach mal in den Finger. Und sagt so, hey, ich bin da, mach mal ein bisschen Action jetzt, Herrchen oder Frauchen. Lass mal hier ein bisschen was machen. Der Tom schreibt, es gibt so schöne Teewagen aus Holz, die könntet ihr in die Mitte stellen, da muss man nicht immer was deine Lee-Werbung sehen. Was? Warum? Was? Er kann nicht über den Hügel sehen. Das war gemein, hey, Tom. Das war gemein. Das ist meine Streaminghose, ja? Die beste, die ich hab, damit ich hier nicht aussehe wie so ein Lumpi, Alter. Und so ein Sadidorf würde schon als Ganzes oben sitzen. Wie, oben auf dem Herd? Für den Bacon? So, jetzt ordentliche Kanüle Wasser rein. So, damit wir hier auch ausreichend Wasser haben. Wir haben zwar einen tollen Wasserkocher, aber der hat kaum Kapazität irgendwie. Aber eigentlich wird das meiste reicht, wenn man mal ehrlich ist. So, das ist ein schönes Thema. Was soll das? Da könnt ihr in die Mitte stellen, dann müsste man nicht immer deine Lee-Werbung sehen. Er kann nicht über den Hügel sehen. Ich würde schon das Ganze oben auf den Märchen kommen. Ja, ja. Limbo, Mori. Jetzt macht er schon Clips. Alles klar, alles klar. So, dann werden wir jetzt die Klößchen in den Topf packen. Das ist sehr aufregend. Hunger! Ihr habt hier diese wunderbaren Klößchen. Ja, das dauert noch ein bisschen so nah. Wir sind jetzt tatsächlich noch auf Schritt 3 von 6. Oh Gott. Ja, die Nummer hier heute ist ein bisschen länger heute. So, die kommt hier schön rein. Zack, 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 zack. So, magst du überhaupt Klößchen? So, da war einmal eine Lehrnummer hier von der Lehrfahrt dabei. Ja, also Klöße mag ich auch, aber auch hier wieder ist für mich Soße wichtig. Wenn die Soße nichts ist, dann ist schwierig. Wir sind noch gut in der Zeit, schreibt Skippy. Ja, das stimmt. Soße ist da wichtig. Ja, das freut mich. So, Klöße haben wir drin. Deckel machen wir drauf. So, dann heißt es, wie haben die sich das denn hier vorgestellt? Topf gehen, dabei darauf achten, dass genug Platz zwischen. Ja, jetzt reduzieren. Mindestens 12 Minuten ziehen lassen. Nicht sprudeln, kochen. Aha. Gut, dann gehen wir mal hier ein bisschen runter. Alexa, Knödeltimer für 12 Minuten. Habe ich jetzt Knödel gesagt, ne? Naja, Klöße, Entschuldigung. Naja. Knödel und Klöße? Klöße ist doch eigentlich dasselbe, oder? Ist das so? Ich weiß es nicht. Letztes Mal waren wir circa 19 Uhr. Ja gut, Skippy, die Rezepte sind ja unterschiedlich.
Guck mal, Skippy führt das hier Buch über die Zeiten. Geil. Skippy, Alter. Das ist einfach die wandelnde Wikipedia. So. Regionale Bezeichnung. Ja, das kann gut sein. Irgendwie, dass das hier heißt es Knödel, da heißt es Klöße. So, dann kommen jetzt die Bohnen hier rein. Ein Koch-Speedrun. Ja, ja, ist klar. Gerade bei mir, dann brennt alles. Das lassen wir lieber. So. Nee. Das ist nicht gut für die Nerven. Dann müssen wir lassen. So, Alexa, Bohnentimer für 10 Minuten. Hallo? Alexa, Bohnentimer für 10 Minuten. Ab jetzt. So, sehr schön. Jetzt machen wir die Pfanne von dem, wo wir vorhin das Hähnchenbrustfilet, wo ja alles ausgefallen ist. Machen wir jetzt nochmal heiß, weil die brauchen wir jetzt nämlich nochmal. Und zwar, aber da mache ich vorher mal das alte Fett raus. Das ist nämlich ein bisschen viel. So. Zack. Da. Susanne, was gibt's denn bei euch zu essen? Das müssen wir eigentlich so einführen. Jeder muss hier immer, weißt du, bevor der irgendwie reinkommt, ich weiß erst mal sagen, warte. Bitte? Ich weiß es. Ja, hau mal raus. Also ja, oder sie kann es ja schreiben. Ja, das sollen sie mal machen. Ich will ja da nicht. So. Dann machen wir die Pfanne nochmal heiß. Die Pfanne ist auch jetzt gleich heiß. Wir hatten schon Chili. Oh. So, dann hast du davon ein Foto. Nee, habe ich nicht gekriegt. Das ist ja schade, weil eigentlich könnt ihr nämlich der Sona entweder via Discord oder via WhatsApp oder was auch immer ihr habt, der ein Foto von eurem Essen schicken und dann kann sie das hier einblenden in dem Stream. Dann haben wir da alle was von. Und Maya guckt mich gerade an und fragt, ob ich bescheuert bin. Hallo Maya. Ja, gut. So. Ja, die hat auch Hunger, wenn die das riecht. Das war, ja, die hat gerade, ich habe diese Speckmantel Pflaumen hier gerade hier verteilt, Alter, da ist hier komplett durchgedreht. Das war genau ihrs. So, dann weiter. Jetzt werden wir die Schalotte, was steht da? Eine Minute lang farblos anschwitzen. Das ist genau die Wortwahl, die ich auch immer benutze. Farblos anschwitzen, ah ja. Das habe ich auch noch nicht gehört. Ja. So. Ja, mal ein bisschen raus hier. So, also die erste Challenge mit kabellos haben wir schon. Die zweite Challenge, um die ich mich jetzt bis Mittwoch kümmere, ist, das irgendwie gebacken zu bekommen, dass ihr den Herd seht. Weil ich glaube, das wäre nicht ganz uninteressant. Da müssen wir uns mal aber hier eine Konstruktion einfallen lassen. Das war hier irgendwie. Man könnte das ja auch die Kamera, damit war da keine drei Kameras, obwohl muss ja eh nicht sein, aber man könnte ja das iPhone dann einfach, wenn du auf der Arbeitsplatte durch bist quasi, dann irgendwie das Handy, da muss man sich mal irgendwas hinbasteln, dass man das Handy dann rüberpackt zum Herd. Genau. Also ich kann es euch jetzt mal zeigen, was hier abgeht. Ne, wir haben hier die Klöße, wir haben hier die Bohnen. Oh, lecker. Wir haben hier die Zwiebeln, die wir anschwitzen und der Topf ist noch nicht in use. Upsala, warte mal. So. Passt. Okay. So, dann. Boah, das riecht. Okay, also. Ah, Leute, wenn ihr das riechen könntet, das ist schon. Ich kann es riechen, Leute, das ist wirklich gemein. Für Maya wahrscheinlich auch. Immer schön Fotos machen. Jetzt können wir hier richtig community-mäßig hier was draus machen. Das ist doch geil. So. Dann wollen wir 50 Milliliter Wasser. Da wir einen neuen Messbecher haben, kann ich das sogar jetzt ganz genau bestimmen. So. Dann brauchen wir diese. So, wie spricht man das aus? Demi-Glas? Was ist das? Wir sehen es. Spricht man das aus? Warte mal. Also, das könnt ihr jetzt in der Kamera eh nicht sehen. Also, ich buchstabiere mal. Demi. Neues Wort. Glace. Demi Glace. Glace, ja, wahrscheinlich. Demi Glace. Wahrscheinlich, ne? Ja. So. So, die Zwiebeln werden jetzt schön angeschwitzt sein.
Dann geben wir besagte Demi-Glaze mal drüber. Was ist das überhaupt, Sona? Kannst du das mal googeln? Was ist das? Was koche ich hier eigentlich gerade? Was essen wir da eigentlich gerade gleich? Ja. Demi-Glaze. Sieht nach einer Soße aus. Ist französisch. Oh. Wahrscheinlich heißt es Demi-Glace oder so. Demi-Glace. Heißt Kraftsoße. Ist eine der vier braunen Grundsoßen aus der klassischen französischen Küche. Ja, ich benutze eine der vier Grundsoßen der klassischen französischen Küche. Heute um Sonntag zu machen. Derweil haut Maya ab, aber wohin? Ja, Maya, willst du dir hoch? Ja, gut. Okay, hallo Maya. Kann sie auch mal machen. Hallo. Und so lange sind sie nicht da. Das erste Mal aussprechen war perfekt, Balsamico schreibt Sagedorf. Das ist eine Grundsoße. Aha. So, dann kommt hier. Oh, jetzt ist sie wieder bei mir. Ja, Maya, jetzt wird gerade spannend. Jetzt hat sie gedacht, ich habe dich gerufen, ne? Die wird doch im Leben wird etwas nicht hier. Hektisch, Maya. Die wird im Leben nicht hier so, hochgehen, wenn es da unten lecker riecht. Butter 10 Gramm, dann müssten wir eigentlich hier so ein 10 Gramm Butter-Ding haben. Irgendwo. Haben wir Butter da? Ja, haben wir. Ja, natürlich. Ja, okay, alles klar. Dann machen wir hier mal ein bisschen weniger. Ich meine das jetzt nach Gefühl. Also so ein 10 Gramm Butter ist ein guter Löffel, ne? Ja, so. Sagen wir mal. Ja, so kleiner, so. Alles klar. Wird schon passen. So, Maya, ne? Ja, das ist aufregend hier. So. So, dann haben wir das auch. Ah, jetzt mache ich hier wieder Chaos. Dann sieht das wieder so doof aus. Das will ich ja nicht. So, und ich hau's in die saubere Schüssel. Jetzt wird's hektisch, merkst du? Jetzt so ein bisschen so. Wenn du jetzt hier mehrere Sachen gleichzeitig hast, dann. Ja, ist nicht schlimm. Nee, ich bin ja nicht gestresst oder so. Aber man merkt schon, da musst du so ein bisschen so jetzt gucken, irgendwie, dass man ruhig bleibt. Und in den Momenten, atmet. Das ist dann der Moment, wo mich so ein Schritte-Rezept quasi von HelloFresh nervt. Weil dann zwischendurch muss ich auch immer noch mal 8-mal nachlesen, ob ich denn auch jeden Schritt da gerade richtig mache. So, da habe ich keinen Bock drauf. Vielleicht bin ich da auch einfach zu faul, ich weiß es nicht. Ja, sag mal, woher hat die Sona Schuhe? Die Sona, sag ich schon, die Maya. Maya? Nein. Sind es wieder mal meine? Ich glaube nicht, ne. So. Zack, ich habe sie mal rausgeschmissen. So, ich muss weitermachen, Maya. Ja, das stimmt, dann wird es halt echt ein bisschen wild, ne? Auf der anderen Seite gehört es aber für mich auch irgendwie dazu. So, jetzt soll ich hier die Thymian-Zweige hinzufügen. Da bin ich jetzt aber ein bisschen, weiß ich nicht, die mache ich mal hier an die Seite, damit ich die gleich wieder rausnehmen kann. So, damit hat hier nicht so eine, weil ich will die nicht drin haben. Mhm. Also im Sinne von im Essen. So. So, bis eingedickt ist, ja gut, das wird nicht lange dauern. Damit Salz und Pfeffer abschmecken, alles klar. Alexa, Soßentimer für 2 Minuten. So, ich lege das mal so ein bisschen hier rein. Ja, aber das ist nämlich schon gut eingedickt. Da müssen wir jetzt mal nicht zu viel, sonst ist das nichts. Und dafür gibt es Videorezepte, die sind eindeutiger. Man kann eben nicht alles schreiben auf eine Seite. Ja, das ist richtig. Ja, mit einem Video hast du dann unter Umständen, dass du dann vielleicht zwischendurch irgendwie mal pausierst oder so, je nachdem, wie schnell die gemacht sind quasi. So, das passt. Alexa? Was war das für ein Timer? Keine Ahnung. So. Alexa, stopp. Videorezepte. Hallo, Maya. Ja. Das ist keine Ahnung. Sag mal, ich bin mal kurz weg. Oh. Maya hat Ärger gemacht, glaube ich. Oh. Alexa, welche Timer habe ich? So, das bedeutet, Alex hat mir gerade verraten, dass das Backblech fertig ist. So, das heißt, wir sind nämlich jetzt gleich im Finish.
Jetzt wird es nämlich hier richtig hektisch. Alles klar, Leute. So, das kann aber erstmal noch ein bisschen drin bleiben. Das ist ja nicht so wild, aber wir machen es mal aus. Im Backofen. Wir wollen ja auch nicht, dass das verbrennt. So, dann packen wir das Thymian hier wieder rein. So. Das ist jetzt auch eine Nummer. Weiß nicht. Also, wir sagen mal nichts. Mal sehen, ob die so, Tanja, die Sona, Entschuldigung, oh, leak, Alter. Jetzt hast du mit die Sona, ein, so, hör mal. Ich hab dich geleakt gerade, ja. Ja, hab ich. Ob die Sona hier gleich Thymian rausschmeckt. Da bin ich mal gespannt. Okay. Ja, die Maya hat sich gerade so viel Mühe gegeben. Die wollte sich gerade von hier oben den Hausschuh von dir holen und runtergehen. Oh, das ist aber leider irgendwo süß, ne? Ja, aber der hätte dran geglaubt. Oder Tina, natürlich. Ich habe auch den Namen Tina. Ja. So, Alexa, stopp. So, jetzt kocht ihr gerade alles. Das ist auch sehr schön, das soll nämlich auch. Das hat er getan, Skippy. Er wird uns alle nach und nach leaken. Ich glaube, das ist ein Plan, Skippy. Alexa, stopp. Ein Timer nach dem anderen. So, Soße, check. Dann machen wir mal jetzt weiter mit den... warte mal. So, das heißt, hier gehen wir jetzt rein. Werden wir den Deckel hier abmachen. Oh, Maya, kommst du ja genau richtig jetzt, Alter. Hier ist richtig Action gerade. Wow. Vorsicht. Soll ich sie lieber wegholen, musst du sagen, ne? Nee, jetzt ist es zu spät. So, ist auch alles gut. Also, ich, das, man kann ja nicht über sich fallen, sozusagen. Das geht ja schon klar. Ich wüsste, mir geht es mehr darum, dass ich sie nicht so erschrecke. So. Oh, es riecht Alexa, so gut. Alexa, stopp. So, wir machen jetzt hier alles aus. Dieser Bacon-Duft kommt schon so. Das habe ich jetzt nämlich irgendwie überlesen. Werde ich noch ein bisschen. So. Die Kräuter hacken mit dieser Schere hier. So. So. Da, 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 da. So, denn das sind ja gekräuterte Klöße, haben wir ja gelernt. Stehst du? Die sind dann gekräutert. Mhm. Jetzt wissen wir, wie man sie kräutert. Genau, wir packen da einfach Kräuter drüber und dann wartet. Jetzt kannst du die einmal locker aus dem Handgelenk schwenken quasi und dann haben wir gekräuterte Klöße. Ja. So, dann gehen wir hier raus und werden die Bohnen jetzt abgießen. Na, zeitlich geht das hier alles gerade gut auf. Kann so bleiben. Herein damit. So. Dann sind wir jetzt gleich am Finale, Sona. Gleich ist es soweit. Dauert nicht mehr lang. Ich freue mich schon, ich freue mich schon. Ich hoffe doch. So. Witzigerweise wurde nicht überliefert, wozu der kleine Topf da war. Aber gut. Ja, so, Rezeptfehler sind gar nicht so selten. Leider, witzigerweise. Also, mach nix. Kann ich die Klöße mal hier rüberholen. So. Das ist natürlich zum Schießen, aber so ist das nun mal. Ja. Jetzt geben wir die Kirschtomaten zu den Bohnen hinzu. Finale ist, wenn Sona es verschlingt. Nein, Sona wird das natürlich auf feinste, das heißt, Art und Weise, das heißt, verköstigen. So sieht's aus. und ein Esslöffel Öl. Ja gut, dann machen wir noch einen Esslöffel Öl rein. Auch nur so ein bisschen. So. Da. Das ein bisschen um. So. Oh, Sona, das könnte echt lecker werden. Ja, das riecht auch schon so lecker. Das könnte echt wirklich richtig lecker werden jetzt. Könnte richtig lecker werden. So, dann können wir die Soße ein bisschen mit Pfeffer abschmecken. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Herdkamera. Wenn wir die Herdkamera haben, noch mal halbe Miete. Warte mal, das brauchen wir gleich noch öfter. Dann können wir hier ein bisschen rühren. Ihr kriegt auch gleich das Ergebnis zu sehen, keine Sorge. Welche Bewandtnis hat der Knoblauch? Ja, kommt jetzt. Und zwar kommt der Knoblauch
Jetzt zu den Bohnen und Kirschtomaten. In den Topf. Jam, jam, jam. Ja, einmal. Ein Stück habe ich noch, das hat nicht ganz reingepasst. Dann brauchen wir noch einen Löffel. Natürlich mein Fehler. Sona wird es mit abgespreizten kleinen Finger genießen. Genau so ja, sieht ja. das aus. Ja, ich werde mir auch mein Besteck ganz fein hinlegen und werde mir eine Serviette oben in den Kragen stecken und so. Ich darf ja immer nicht sagen, wie die Sona isst. Was? Ich esse ja wohl gediegen. Ja, gediegen. Ja, Moment mal, das ist dann aber nicht sehr gesittet, ne? Doch, das ist total schnuffig. Ja, Pandas wie essen ein Panda aber sehr... mit Benehmen. Weißt hast du, was hast ich mein? Du schon mal einen Panda gesehen, der einen Bambus isst? Ja, schön an der Tafel. Mit abgespreizter Pfote. Ja. So, wir rühren das ein bisschen durch, sehr gut. Hast du mich gerade fett genannt? Wer, ich? So, das wird jetzt 1-2 Minuten angebraten nochmal, weil da Knoblauch reinkommt. Knoblauch darfst du nämlich nicht zu früh rein, weil das schon verbrennt hat. Knoblauch kann ich viel Hitze ab. So. Dann machen wir nochmal kurz drauf, damit das nicht zu abkühlt. Dann machen wir den hier. So, sind das ja geknoblauchte Kirschtomaten an gekräuterten Miniklößen mit gefetteten Böhnchen. Es hört sich ziemlich bescheuert an, aber ich glaube, es ist ziemlich lecker. Es kommt nah ran, ja, ehrlicherweise ja. So, ich muss jetzt hier ein bisschen Platz machen. Wir haben auch noch ein paar Pflaumen übrig. Sona, gleich, zum Snacken. Ja. Die werde ich gleich einfach als Beilage, werde ich die mitnehmen. So, kommt hier alles in die Rumpelecke, damit wir hier jetzt fein einrichten können. So Fine Dining Style, versteht ihr? So. Der Sadi-Dorf hat ein Follow dagelassen. Bitte? Entschuldigung? Der Sadi-Dorf hat ein Follow dagelassen. Dankeschön, das ist sehr nett, Sadi-Dorf. Das ist wirklich. Sadi-Dorf übrigens, aka Sleep. Ah, alles klar. Der grüßt dich, Alter. Wieder geleakt hier. Alle werden hier geleakt. So, Leute, jetzt Elf-Finale. Endlich, Leute. Endlich. So. Wir nehmen zwei Löffel. Zwei Teller. Sind die gut im Bild, Sona? Ja, sind sie. Sehr gut. So, dann brauche ich noch einen Teller, damit wir die Sachen aus dem Backofen bergen können. So. Oh, das brutzelt auch sehr schön. Genau, schmeiß weg, aber ist jetzt auch egal. So. So. Zack, 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 zack. So, dann. Gehen wir da mal raus. Oh, Alter. Ah, oh, das riecht so gut. Ah, oh, Leute. Ah, die kleben ein bisschen hier dran, aber es macht nichts. Ach Leute, wenn ihr das riechen könntet. Oh, einer ist mir kaputt gegangen. So. So, dann erstmal wieder rein. Ja, ist das so schön, Küche mache ich später. Dann rühren wir hier einmal hier noch das um. Habe ich jetzt aber auch einen Hunger, du meine Güte. Ja, jetzt wird wild gerade, ne? Ja, jetzt, also vor allem, wenn man das hier die ganze Zeit riecht, so. Ja, es war. So, dann haben wir das gekocht. Beziehungsweise das haben wir angebraten. Jetzt wird wie sagt man? Wenn man das auf den Teller packt. Ihr wisst schon, jetzt geht's auf den Teller. So, ich will einfach mal mit diesem Klößchen anfangen. Das ist auch, glaube ich, von der Menge für zwei Personen viel zu viel, aber es macht nichts. So. Ja, die Bohnen sahen eben auch sehr viel aus, aber ehrlicherweise ist mir das egal, weil Bohnen, da kann ich echt gut reinhauen. Ja, so, jetzt müssen wir mal ein bisschen... Der wunderbare Topf hat es sehr ernst gemeint. Wo ist denn hier mein... Hallo!
Wo ist denn hier mein Lieblingswerkzeug? Da. So. So ja. Unangebratener, warmer Knoblauch ist supi. Ach, Knoblauch ist irgendwie, der hat so viele Formen, wie er supi ist, er. Ja, ja, das ist ja das. Also Knoblauch immer. So. Angerichtet, Fragezeichen? Wie? Ja, wird jetzt angerichtet. Ja. Bevor man, ja, der anrichten, ja, genau, ist richtig, anrichte. Ja, das heißt, bevor du servierst, wird er angerichtet. Dass das schön auf dem Teller aussieht, weißt du? Ach so, war das eine Begriffsfrage? Ich weiß es nicht. Ja, genau. So, 4, dann da nochmal 2. Meinetwegen 1. 2. Dann 2 leichtgekräuterte hier. Die Kräuter werden es voll rausreißen, ich schwöre. Aber immerhin sehen sie da nicht so langweilig aus. So, dann machen wir, verteilen wir das mal noch so ein bisschen hier. Die kleben, so, ne? Und die Sonne. Ja. Das Problem ist, dass ich jetzt hier ein bisschen mit der Hitze, aber das ist schon in Ordnung. Weil den doofen Teller, den nehme ich. Also, da kriege ich nämlich nur den leckersten. Ja. Die Klößchen werden noch gekräutert im gehackten Kräuterteller gerollt. Ja, also ich glaube, das ist mehr so Champions League. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Das wär irgendwie anpassend, aber. So, wir dann, sind hier jetzt immer noch bei Kochen für Vollpfosten. Genau, nie vergessen. So, ich hoffe vor allem eine Frau, wenn ich da so ein Rezept nachkocht, dass ihr mich nicht erschießt, weil ihr das irgendwie als Beleidigung auffasst oder so. Aber nein, alles gut. So, das kriegen wir schon hin. Ich, also. So, jetzt kommen nämlich diese wunderbaren Pflaumen im Baconmantel oder im Speckmantel. Mhm. Langsam so, ne? So ganz langsam können Sie sich schon mal bereit machen. Ja, ich werde gleich runterkommen. 1, 2, 3, 4 und 5. So. Dann gibt's einfach noch ein bisschen Pflaumen hier, weil die übrig sind als kleine dekorative Beilage. Mhm. So, dann. Müssen wir ein bisschen Platz schaffen, sehe ich gerade. Boah, wir haben hier richtig viel heute auf dem Teller. Das ist natürlich auch jetzt noch ein bisschen so, naja, ne, aber gut, sei es drum. So, und zwar kommen nämlich jetzt, so, dann kommen nämlich hier jetzt rein. So. Die Bohnen. Oh! Was die Arbeitsplatte berührt, muss weg. Da bin ich strikt. So. So, man muss damit jetzt auch nicht übertreiben, damit wir jetzt den Teller voll hauen, das ist auch Quatsch. Aber so ein paar Tomaten müssen ja schon sein. So. So, dann hätten wir das auch. Stellen wir mal hier hin. Und, warte mal, das sieht jetzt aber wirklich, das sieht ein bisschen erschlagen aus, finde ich. Das ist so lala, weil das jetzt so übereinander ist. Das ist nicht so gut geworden. Das müssen wir ein bisschen ordentlicher machen, weil die Sona soll das ja lecker schmecker finden. Den doofen kriege ich, den guten kriegt Sona. Machen wir mal hier so, aber Sona will jetzt auch langsam essen. Ich glaube, der. So. Sona, die Soße, wo willst du die drüber haben? Über die Klöße. Alles klar, dann nehmen wir mal. Wo habe ich das? Da. Über die Klöße. Dann kriegst du hier einen guten Zack, 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 zack. Und hier einmal auch. So. Bei mir rüber. So. Und drauf. Das war's. So, das heißt, das ist weg. Das kann auch weg. Und dann. So, ne? Einmal dein Teller. So. Dazu gibt es ein Messer und eine Gabel. Die gute Gabel, versteht sich. Wir sind gespannt auf ihr Urteil. Alles aus, alles aus, alles aus. Ach so, ja, stimmt, es wird noch ein Foto gemacht, genau. Warte mal, Licht machen wir aber wieder an. So, was haben wir denn? Angerichtet, genau, die Klöße haben wir noch, genau, gut gegen Blähungen, später wegen der Böhnchenpflaumen, ja, das stimmt. Guten Appetit, vielen Dank, Susanne.
So, wir müssen noch kurz warten, bis Ilona ein Foto gemacht hat. Und dann werden wir es zusammen verkosten. Ilona kann ja schon mal verraten, womit wir anfangen. Bohnen und Tomaten. Na gut, alles klar. Ich nehme auch einen Teller, das sieht ja lecker aus. John Trivial, hi, grüß dich. Das Problem ist, es sieht lecker aus, aber ob es lecker ist, das wissen wir noch nicht. Das müssen wir jetzt herausfinden. Wir sind nämlich gerade bei der Bewertung, nehme ich jetzt hier. So, das heißt, Sona, meine Mod, hallo Philipp, geht jetzt mit ihrem Teller nach oben und dann werden wir das zusammen probieren. Und dann werden wir da mal gucken, wie uns das so gefällt. So, es sieht lecker aus. Also mein Teller, Sonas Teller sah ein bisschen leckerer aus. Es sieht sehr geil aus, ich bin ganz ehrlich. Es sieht wirklich geil aus. Ja, meiner ist überladen. Also wenn du meinen jetzt im Bild guckst, ist es überladen, weil ich mit den Erbsen und Möhren und den Klößen übertrieben. Okay, ja gut, da hast du meinen jetzt ein bisschen, aber es sieht, Gut, okay, womit fangen wir an? Was habe ich gesagt? Bohnen und Tomaten. Bohnen und Tomaten. Sowas mache ich nicht, Tom. Das mache ich, ehrlicherweise, wenn ich nachwürze, mache ich das tatsächlich offiziell. Da haben wir hier kein Problem mit im Haus. So. Oh ja. Sehr lecker. Ja, sehr knoblauchig. Guter Goldmeier so. Der Knobi schmeckt so auch ganz anders, als wenn du das ganz zu Anfang mit reinmachst, als wenn du das so im Nachhinein mit zupackst. Das ist richtig. Ich habe übrigens vorhin irgendwie beim Anrichten, ich weiß nicht genau wann, habe ich hier die ganze Arbeitsplatte geflutet. Muss ich mal eben mal, was hier passiert, Alter. Gleich besoffen irgendwie zwischenzeitig. Muss ich mal hier. So, die Maya möchte auch ein Leckerchen. Maya? Wollen wir ein Leckerchen? Wollen wir? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, die Antwort heißt ja. So, dann stellen wir uns mal richtig hin. Damit man auch was sieht. So, komm mal her, komm hier lang. Und jetzt kommst du zu mir. Und jetzt hier hoch. Komm hier hoch. Komm hier hoch. Komm ab. Hopp. Ja, hopp. Ja. Oh, ja. Oh Gott, bist du schwer geworden. Ja, brav. Und hier hast du noch einen zweiten. Das sieht ja, was das für ein Brocken ist. Oh Mann. Ja. Das ist ein Maya. Die soll nämlich auch was essen. So, was probieren wir jetzt? Als nächstes nehmen wir die ummantelten Pflaumen. Oh ja. So, ich mix mal einfach einen auf. Ja. Ja, was, ist egal, was da drin mit Bacon ist, halt geil einfach. Ich schmecke ehrlicherweise keine Pflaume raus. Doch, also das schon. Also ich ja. Ja, aber hättest du auch, weiß ich nicht. Aber wenn der Bacon-Geschmack jetzt übertrieben ist, ist das jetzt auch gar nicht so schlimm. Das stimmt. Ja, also es ist auf jeden Fall lecker. Also ihr könnt es mal von nahen sehen hier. Also. Na Maya, ich soll dich von Reh grüßen. Gib mir doch mal ein Snacky von Reh. Bitte? Gib mir doch mal ein Snacky von Reh. Kann man auch mit Datteln machen. Ja, das stimmt. Schmeckt auch jeder, der dich grüßt, ja, dann bekommst du mal ein Leckerchen, Maya. Macht mal ruhig mehr Nahaufnahmen. Ja, die Kamera, die jetzt gerade auf den Teller zeigt, die muss auch irgendwie noch ein bisschen... Müssen wir mal gucken. Ja, also schwer wir sind halt alles hier noch so in auf einem Dings... Auf genau, einem also wir Bild sind hier noch in der Entwicklungsphase. Also, genau. Du hast absolut recht. Das müsste man, jetzt ist glaube ich zu nah, ne, oder? Nee, so super. So, also es müsste, aber mit Nahaufnahmen und so, das stimmt. Aber das kriegen wir nach und nach hin. Was probieren wir jetzt, Sona? So lecker. Oh. Die Knödelklöße. Die gekräuterten Knödelklöße. Ja, die sind hart gekräutert mit der Soße, ne? Ja. Yep. Ja, das sind so fertige, ne? Muss man direkt ehrlich sein, die sind also... Da muss ich sagen... Die haben eine sehr eigenartige Konsistenz. Ja. Oder? Ja, also. Also die Knödel. Boah, die sind echt schwierig. Hauen ja die 10 Punkte gerade kaputt. Ja.
Aber muss man wirklich. Sagen. Also das ist ja. Also dann wow. Lieber selber welche machen, weil die sind jetzt nicht so prall. Hätten wir das vorher gewusst, hätten wir einfach Kartoffeln dazu kochen können oder so. Ja, richtig, ne? Oder ach, ich habe sie falsch zubereitet. Das kann natürlich auch sein. Ja, die waren auch fertig, oder nicht? Die waren eigentlich so, ja, die waren fertig, aber also die so wie die jetzt sind, ist vollkommen egal, wie du die zubereitest, das kriegst du nicht raus. Die sind ja, die schmecken ja so als solches nach nichts, wenn ich es mal so sagen darf. Ja, ehrlicherweise, ja. Sollen wir jetzt mal das Fleisch probieren? Mhm. Na, haben wir ein Stück aufgeschnitten, Leute. Ich weiß nicht, ob mit dem Licht, das ist wahrscheinlich schwierig. Also die Farbe ist perfekt. Außen schön so Röstaromen mit der Soße, innen schön weiß. Also weiß ist gut, sondern halt schön gar. Ja, aber nicht so durch. Na, bis gleich, Philipp. Man kann auch den ganzen Teller in Bacon wickeln, im Backofen 50 Minuten und dann als Rolle aufschneiden, oben, ja, was man als könnte. Ja, mit Bacon kann man alles machen. Das ist wahr. Diese Nummer in Bacon einwickeln, die muss ich mir auch merken. Das ist ja der Hammer. So als Snack abends ist das auch geil, ich oder? Ich wollte sagen, das könnte man auch mittags so einfach mal irgendwie, man kann ja irgendwie alles in Bacon wickeln. Ich muss mal eben meinen Hund runterholen, weil der ist gerade, die ist gerade am Sofa. Naja, Leckerchen. Aber Fleisch ist super. Ja. Also das ist wieder... Also das Fleisch ist 1A. Ja. Aber die Klöße, das ist ja... Zack. Wow. Gut, ja, Klöße, ja gut, okay. Also, Punktzahl, was würdest du sagen? Es wäre für mich eine 9 von 10 wegen den Klößen, glaube ich. Ja, genau. Unterschreibe ich so. Bohnen haben einen richtig guten Biss, sind auch gut gewürzt. Also die mit dem Knoblauch. Wir mögen das halt mit viel Knoblauch, das ist Geschmackssache, ich finde super. Mhm. Mit der Tomatenklasse, weil da bringt so eine Fruchtigkeit rein. Ja. Die Soße, diese Zwiebelsoße, ist der Hammer. Die ist sehr lecker, ja. Zusammen mit dem Fleisch kommt die auch richtig, richtig, richtig gut. Die Klöße von der Konsistenz kannst du vergessen, da kannst du die tausendmal in den Knödel einwickeln. Ganz eigenartig. Aber das war nichts. Nee, also genau. Selbst die super leckere Soße kann das ehrlich nicht retten. Verzeihung, ich muss Maya nochmal holen. John Trivial, ich glaube heute ausnahmsweise, ich bin jemand, der eigentlich immer brav auf ist, aber die Klöße, ich glaube, die essen wir heute nicht. Nee. Die sind wirklich, also wir sind auch nicht, ehrlicherweise nicht penibel oder so, aber also ich werfe jetzt auch ungern, ich werfe auch ungern was weg, aber die sind ja wirklich absolut überflüssig. Und diese Bacon-Nummer ist der Hammer. Das stimmt. Mhm. Und easy gemacht, ne? Mhm. 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 Entschuldigung. So, also das ist wirklich super, giga lecker. 9 von 10 Punkten unterschreibe ich. Kann nur empfehlen, das mal nachzumachen. Weil das lohnt sich wirklich. Aber Klöße, entweder Kartoffeln nehmen oder gute Klöße. Also nicht so fertige, abgepackte Dinger. Das war nichts. Ich weiß jetzt nicht genau, woran es lag, aber das war wirklich nichts. Ich würde sagen, ich werde jetzt aufessen, bevor es kalt wird, weil es nämlich so lecker schmeckt. Mhm. Und die Maya nimmt gerade unser Sofa auseinander. Ich überblende mal kurz die Kommentare. Nett. Ich hatte einen Käse- und Speck-Antipasti-Shorts gemacht. Das ist fürs A. Oh ja, das klingt sehr gut. Klöße sind nicht meins, außer angebratene Semmelknödel. Oh ja, das stimmt, das ist auch lecker. Aber ich finde, ja, Knödel, wie gesagt, kommt auf die Soße an. Die Soße ist super, aber diese doofen Klöße kann sie jetzt so... Auch nicht retten. Ja, Klöße generell finde ich auch super lecker, aber das hier ist ein absoluter Witz. Das ist es nicht. Das ist es wirklich nicht. Das ist es wirklich nicht. Also, aber so, der Rest, tipptopp, so dass ich jetzt aufessen werde. Ja. Liebe Leute, tausend Dank fürs Zusehen, wie immer. War wieder sehr witzig mit euch. War sehr auch aufschlussreich. Langsam machen wir uns ja. Jetzt kommen wir ein bisschen, dass er mit den Bildern, dass man mehr sieht. Und ja, wenn ihr den Fortschritt sehen wollt, dann schaltet einfach am Mittwoch wieder ein. Wenn wir den, also es ist immer Montag oder Sonntag. Guck jetzt, ich meine Mittwoch und Sonntag. Und das streamen wir ja immer. Ich gucke jetzt mal, ob ich den Sonntag auf den Samstag lege. Mal schauen, wie es passt, wie auch immer. Ansonsten, ja, und dann schauen wir mal, dass wir die Bilder verbessern. Danke, John, das stimmt, das war wirklich sehr lecker. Also kannst du mir glauben. aber ich glaube, es sah auch ganz nett aus. Also von daher, dann wünsche ich euch einen vielen lieben, guten Abend. Wünsche euch was.
So, ich bin ein bisschen abgelenkt, gebe ich zu, weil ich muss mit einem Auge immer gucken, was der Hund so treibt. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend, kommt gut in die Woche. Wenn ihr Ideen habt, Verbesserungen, Kritik, sonst irgendwelchen Input, immer raus damit, freuen wir uns riesig drüber. Ja, und dann Grüße an euch, Küsschen, und ich wünsche euch einen schönen Abend. Ja, Sona. Ja, dann würde ich sagen, sind wir raus, oder? Von mir auch einen schönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüssi.